Moin Moin und willkommen zurück zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja, wir sind nicht mehr im ewigen Wald, sondern im Graufurt, um das letzte Nebenquest abzugeben. Den Weg vom Seelenfeld zurück wollte ich euch jetzt nicht antun. Denn das sind geschlagene 3 Minuten, die unser Avatar da über die Karte huscht. Ah, ihr seid es wieder. Nun, habt ihr alle Lebenssäfte gesammelt? Jo. Hier bringe ich euch das Blut der 3 Kreaturen. Wahrhaftig, ihr habt viel erdulden müssen dafür. Doch leider sind eure Mühen noch nicht vorbei. Um den Gar hier zu brauen, muss das Blut in einem Gefäß aus reinem Adamantinum angesetzt werden. Wo ist ein solches Gefäß zu bekommen? Nur die Zwerge können Adamantinum formen. Skarvik, der Schmied aus den südlichen Windwallbergen, besitzt die Gabe dazu, so sagt man. Da war ja noch mehr abzulaufen, als ich mich erinnere. Gut, also ab in die südliche Windwallberge. Dass ich das letzte Mal Spellfuss und die letzte Mission angetestet habe, ist über 2 Monate her. Aber es sollte trotzdem klappen. Windholme. Skarvik, zum Glück direkt um die Ecke. Mein kleiner Dicker, ich habe einen Auftrag für dich. Niteifs Stärke mit euch, Mensch. Die habe ich bestimmt schon. Ich benötige ein Gefäß aus Adamantinum. Das kann ich wohl herstellen. Allerdings brauche ich dafür einen Adamantinum-Splitter. Wo kann ich so etwas finden? Geht nach Schwertfels. Dort gibt es Adamantinum in rauen Mengen. Ein bisschen übertreibt er da. Wir haben da wohl eines gefunden, aber in rauen Mengen, das ist etwas anderes. Aber wir haben zum Glück noch einen Splitter. Ich bringe euch den Splitter für das Gefäß. Ah, ein Splitter aus Adamantinum. Vom Schwertfels nehme ich an. Gebt her. Hier, nehmt. Ein schönes Stück. Bestens geeignet, um es zu bearbeiten. Wartet, hier habt ihr euer Gefäß. Der hat bestimmt nur den Splitter eingesteckt und uns irgendwas anderes gegeben. Naja. Soll mir egal sein, solange dieser Andira uns das abkauft, das ein Adamantinum-Gefäß ist, soll mir das recht sein. Also du kranke Apothekerin, dann misch uns jetzt mal das Gebräu. Ich habe euch schon erwartet. Nun, habt ihr den Krug aus Adamantinum? Hier ist das Gefäß, das ihr benötigt. Tatsächlich. Es ist soweit. Die Stunde meines Streiters wird kommen. Seid ihr sicher, dass ihr das Richtige tut? Richtig oder falsch, der Streiter wird uns retten. Hier, der Trank ist fertig. Seht nur, wie er brodelt. Was soll nun damit geschehen? Bringt den Trank zu meinem Erwählten, Tombart, mein Bruder. Er ist ein tumper Kerl, der von allen verlacht wird. Doch dieser Trank wird ihn zu einem mächtigen Krieger machen. Der Kerl sollte sich hier im Dorf befinden. Leider können wir diesen Trank nicht selbst trinken. Frage mich, ob wir da mehr mit anfangen könnten. Könnten wir sogar ganz bestimmt. Und weil wir hier nicht nochmal vorbeikommen werden, geben wir uns doch nochmal hier die Berglandschaft. Wir sind so selten in dieser Ansicht. Und das Spiel wirkt auch schöner hier aus diesem Anblick. Wenn sich Bäume da hinten rausschälen,
die Berge gerne mal ihre Form ändern. Naja. Starke Auswirkung der Plattentektonik hier. Okay, der Kerl war irgendwo hier, da bin ich mir ziemlich sicher. Na, da ist er doch. Ja, der Kerl sieht auch schon so aus, als wenn er nicht wirklich der größte Krieger ist. Mhm. Was? Wie ist euer Name? Tombart. Tombart muss arbeiten. Und Gast ist er auch nicht ganz auf der Höhe. Atira schickt mich mit einem Trank. Trank? Oh, das ist gut. Atira hat mir erzählt davon. Trank macht Tombart stark und schlau. Dann Tombart niemand mehr auslachen wird. Es sollte euch auch ohne den Trank niemand auslachen. Du mir den Trank geben. Du mir geben. Tombart will stark und schlau sein. Hier. Nehmt. Danke. Schmeckt böse. Brennt. Jetzt Tombart schlau wird. Niemand mehr Tombart auslachen. Niemand! Was ist mit euch? Ihr seht so verändert aus. Niemand wird mich je wieder auslachen. Ja. Oder oft auch. Haha. Haben wir damit gerechnet, dass er wahnsinnig wird. Diese Nebenquest lohnt sich. Denn hier gibt's ein schickes Schwert. Das Ding ist wirklich nett. Jetzt mal ein kurzer Vergleich. Erdenklinge. Bringt Zersetzen. Jetzt den Effekt Funkenschlag, was das Ding aber besonders toll macht. Schaden ist nicht wirklich höher. Ist die Angriffsgeschwindigkeit. Die sorgt schön dafür, dass Gegner kaum noch in der Lage sind, uns anzugreifen. Man unterbricht ja Gegner, wenn man sie trifft. Zumindest zu hohem Prozentsatz. Und das, dieses Schwert schützt ziemlich gut davor, selbst Schaden abzubekommen. So, wer kriegt denn vielleicht die Erdenklinge? Ewige Flamme, Feuerschlag. Naja, kriege ja Wendigkeit und Geschicklichkeit dazu. Naja. Nö, das darf er behalten, aber vielleicht diese Beißer-Axt, Schmerz. 9 bis 15. Zwölf bis 14. Älteste. Dann setzen wir das hier mal. Gareth mal eine bessere Waffe. So. Ja, das sollten wirklich alle Nebenquests im Spiel gewesen sein. Ihr dürft nicht an irgendjemanden vorbeigelaufen sein. Ach ja, atmende Wald ist das, nicht der ewige. Dann reise ich jetzt auch zurück, laufe wieder 3 Minuten. Da mache ich jetzt aber einen Cut rein. Das will ich euch nicht antun. Wir sehen uns dann im Atmen im Wald, kurz vor dem Portal nach Sherrow. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Also, ab nach Sherrow. Dies ist die letzte Schlacht, Meister. Das Zeitportal ist fast vollendet. Folgt mir nach, sobald ihr könnt. In der Vergangenheit, oder sollte ich sagen, in der Zukunft, nützt ihr mir mehr als auf diesem Schlachtfeld. Ich werde euch nicht enttäuschen, Meister. Ja, und damit befinden wir uns in Sherrow, der allerletzten Map.
die ziemlich lange sein kann. Das sei gleich mal gesagt. Sie ist etwa 3 geteilt. Vom Aufbau her. Wie jetzt schon erkennt ist, wir haben hier ein Ortmonument, Dunkelelfenmonument und hier um eine Ecke. Ha, geht auch, kommt auch gerade ins Blick. Das Trollmonument. Und das wiederholt sich, nachdem man durch das erste Ingame-Tor-Portal gekommen ist. Wieder mit den hellen Völkern. Und danach, der dritte Teil besteht quasi aus dem RPG-Part, wo man dann mit seinen Helden gegen den Seelenschmied kämpft. Das ist wahrscheinlich nicht gespoilert, denn, ja, wurde ja schon angekündigt. Es ist die letzte Schlacht, damit hat er auch vollkommen recht. Unseren Gegner haben wir auch gerade gesehen. Und wir haben mal erfahren, so ein bisschen, was dieser schwarze Magier überhaupt vorhat. Anscheinend ein Zeitportal. Er möchte in die Vergangenheit. Wohl die Konvokation aufhalten und die Macht der Zirkelmagier erhalten. Oder sich als oberster Zirkelmagier durchsetzen. Das wäre zumindest jetzt meine Erwartung. So. Auf dieser Map oder auf jeder Map gibt es erstmal so einen kleinen Nebenblock an Gegnern. Man sieht hier auch schön, wie diese Klinge, so schnell wie sie ist, in der Bewegung ja, hin und her verwischt. So, kommt mal her. Müssten nicht alle auf einmal kommen. Vor allem der Greif kann gerne da bleiben. Standhalten, Männer! So, jetzt aber. Hier, wie wir da durchschnetzeln. Wir werden angegriffen. Weglaufen gilt hier nicht. Runenkrieger, zu mir! Geflügelte Löwen sind das? Standhalten, Männer! Ja, seltsame Viecher. Und jetzt gegen den Greifen. Das geht mit diesen Dingen hier wirklich nochmal weit schneller mit dieser Klinge, als mit der, die ich davor hatte. Und mich bei der Aufnahmeanfang habe ich zuerst vergessen. Ach, da war ja noch ein Nebenquest. Insoweit ist das gerade heute die zweite Aufnahme für die letzte Mission. Standhalten, Männer! Die Linien müssen halten! So, der dabei? Dritter Metallkeil. Dann sollten wir wahrscheinlich nochmal Nummer 1 und 2 finden. Warten wir es ab. Horte zerstören, damit sie uns nicht im Weg sind. Vor allem leider zerstören wir anscheinend immer die Kisten da oben drauf. Kelch, den können wir noch aufverkaufen. Auch wenn wir wirklich keinerlei Probleme haben mit Geld. Schön. Der Bereich sauber.
Diese Map kann man quasi auch nur mit dem Avatar erledigen. Zumindest ganz sicherlich hier den unteren Bereich. Ich bin jetzt etwas unentschlossen, ob ich nicht dann doch ein bisschen vorher aufräume und dann mal den Aufbau. Der Dunkelelfenzeige, denn da würden wir jetzt einiges mehr an Einheiten noch sehen können. Die Pläne haben wir ja vor langer, langer Zeit bekommen. Aber wirklich Besonderheiten sind jetzt nicht mit dabei. Man braucht es halt wirklich nicht und schneller geht dadurch die Map auch nicht. Das hatte ich ja auch gehofft. Aber wenn man sich aufbaut, ist hier die wichtigste Zwischenstelle, um die Gegner draußen zu halten. Kann man sich mit, wenn man einen kleinen Trupp hat, so 30 Mann, etwa hier vorarbeiten, um dann diese Aria-Quelle zu nutzen. Aber ich glaube, ich würde dieses ganze Aufbauspektakel gerne umgehen und mich klassische durchwälzen. Ups, falsche Abbiegung. Hier oben ist nochmal eine Steinressource. Vor allem, wenn man die Trolle aktiviert, sehr wichtig. Wer sich versucht hier aufzubauen, nicht alle drei Rassen auf einmal. Dunkelelfen sind definitiv zu empfehlen. Die Magiern sehr gut gegen die Eisernen. Und man könnte vielleicht noch ein paar Trolle als Nahkämpfer dabei haben. Die Orks. Im Vergleich zu den anderen beiden Rassen bringen die es einfach nicht. Sind echt das schwache Glied unter den dunklen Rassen. Nicht alle. Die Linien müssen halten. Vorsicht, Gegner! Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! Ja, ein bisschen Schaden kriegen wir natürlich schon ab. Aber würden wir mal uns auf einen konzentrieren. Standhalten, Männer! Das ist noch weniger ein Problem. Wir werden angegriffen. So, und der, wie man sieht, kommt eigentlich kaum noch dazu, uns anzugreifen. Die Linien müssen halten. Da hat er das mal wieder geschafft. Was haben wir? Opal, Schulterplatten heißt Prinzeps. Der zweite Metallkeil. Lässt uns also vermuten, dass die anderen Prinzeps, die sich hier vielleicht noch auf der Karte befinden, die noch Metallstückchen haben. Und sehr wahrscheinlich wir das fürs Tor brauchen. Kann man noch nicht sehen, aber ja, es befindet sich einfach ein Tor davor, wo Metallstückchen eingesetzt werden. Ich finde das so ein bisschen seltsam, die Mechanik, aber gut. Vorsicht, soll es sein. Erstmal die kleineren hier. Das ist ein Hinterhalt. Ich würde sagen, der einzige Vorteil, der noch ist, sich hier aufzubauen, wäre das Erfahrung sammeln. Und die bringen ja zumindest immer noch ein bisschen Erfahrung, die Eisernen. Wenn es auch wirklich nicht mehr die Welt ist.
Aber bei den hellen Völkern werden wir uns wahrscheinlich aufbauen. Denn da ist das wirklich sehr viel Hit and Run. Weil da doch sehr große Trupps nebeneinander sind. Oh, ein Stufe 22 Magier. Können wir ja eigentlich nochmal gebrauchen. Und unseren 18er Hexer auswechseln. Kann nur besser werden. Wir laufen schon mal weiter in die andere Richtung. Rüsten jetzt aber erstmal unseren Magier hier aus.